Jetzt kommt als nächstes der Wolfgang Bachmann, also eigentlich heißt er auf den Plakaten Literaturnetzwerk, Textur und Dichter zusammen. Die hatten sich angekündigt mit 5 bis 6 Leuten und jetzt ist nur der Wolfgang Bachmann zum Glück übrig geblieben, dass wenigstens einer von denen dabei ist. Ich kenne ihn selber noch nicht richtig persönlich, aber jetzt werden wir ihn durch die Texte kennenlernen. Wolfgang Bachmann. Ja, weil ich jetzt alleine gekommen bin, lese ich jetzt 1,5 Stunden. Ich habe auch keinen neuen Text verfasst, weil ich das finde, das Motto ist, der Ruf ist ruiniert, lebt sich leicht und ungeniert. Das könnte eigentlich so ein Lebensmotto für uns Journalisten sein, das passt eigentlich immer. Notfalls trifft es auf den Autor eben zu. Ich habe ein bisschen in meinen Fundus geblättert, was dazu passen könnte. Und ich dachte mir, unangenehme Orte oder unsaubere Dinge könnten eigentlich am besten dazu gehören, um den Ruf zu ruinieren, wenn man darüber schreibt oder dort angetroffen wird. Und die erste Geschichte passt eigentlich ganz gut zu dem ersten Text, den Manfred Dechert vorgelesen hat, von den Männern am Stammtisch. Das ist eine Geschichte, die ist erschienen in Transatlantik, eine Literaturzeitschrift, die es jetzt nicht mehr gibt. Liegt schon ein bisschen zurück, aber ich glaube, es hat sich kaum etwas geändert. Man kann es auch heute noch ziemlich genauso verfolgen und verstehen. Er hat einen, mit im Reim aufgeht, einen französischen Titel ganz vorne im Gegensatz zum Inhalt, Au revoir, Pissoir. Plädoyer für die Abschaffung einer Einrichtung. Hier sieht man, sagte einmal anerkennend unser Musiklehrer auf einem Schulausflug, als wir unverhofft in der Männertoilette der Jugendherberge nebeneinander zu stehen kamen, hier sieht man, wie sauber es in der Küche ist. Ich weiß nicht, wie appetitlich es in Großküchen im Allgemeinen zugeht, will das auch gar nicht so genau erfahren. Im Elsass hat es mir schon ausgezeichnet geschmeckt, auf den Zustand der Toiletten, deren Besuch sich leider nicht vermeiden ließ, möchte ich lieber nicht genauer eingehen. Trotzdem blieb mir der anschauliche Vergleich des Pädagogen und Sanitärspezialisten im Gedächtnis. Es ist auch das einzige Klogespräch, an das ich mich erinnern kann. Ich hasse nämlich öffentliche Toiletten. Insbesondere diese Räume mit den Stehplätzen, wo diese merkwürdigen großen Schnabeltassen hängen, die Marcel Duchamp nicht umsonst ins Museum geschleppt hat. Sie wenden ein, früher sei es üblich gewesen, sogar sein großes Geschäft gemeinsam zu verrichten. Bleiben Sie mir mit den alten Römern vom Leib. Kolosseum und Latrina Publica, ich sehe da durchaus einen Zusammenhang. Wer Christenmenschen von wilden Tieren zerfleischen lässt, gefühlte Stierhoden kulinarisch zubereitet und es mit jungen Knaben treibt, der mag auch auf dem Klo über das Gemeinwohl in öffentlicher Sitzung verhandeln. Scheißpolitik. Nicht, dass ich prüde wäre. Ich kann mir allerhand Freizügiges vorstellen. Sauna und FKK, bitte sehr. Ich sehe auch ohne Widerwillen zu, wenn sich bei offenen Vorgängen meine Nachbarin aus ihren Mieterwaren schält. Aber ich will mich nicht mit anderen Männern gemeinsam zum Pieseln begeben. Was gibt es Erniedrigerendes, als sich einen halben Meter vor eine gefließte Wand zu stellen und sich unter Zeugen sein Wasser abzuschlagen? Kopf in den Nacken oder konzentriert nach unten gesenkt, Beine leicht gegrätscht, kein Blick nach links oder rechts, stehen wie vor dem Erschießungskommando. Mit Publikum kann ich schon gar nicht. Bin ich jedoch allein vor dem weißen Porzellan und mit meinem Rücken betritt jemand das Hahnlokal, fühle ich mich bedroht. Kunststück, wenn keine Hand frei ist. Wo bin ich wehrloser? Ein Kind könnte mir den Geldbeutel aus der Tasche ziehen, während mich der unaufhaltsame Fluss der Dinge fesselt. Ich glaube, es muss sogar eine unausgesprochene Solidarität unter Männern geben, dass selbst abgebrühte Straßenräuber diesen Moment nicht ausnutzen. Lieber halten sie unter Lebensgefahr Autos an, entreißen bewaffneten Geldboten ihre Taschen oder entführen die jungen Frauen von Bankdirektoren. Dabei müsste man nur abends durch die Toiletten der Nobellokale huschen, den Adretten alleinstehend einen Stups geben und nach ihrer Brieftasche greifen. Ein Herr mit nassen Hosenbeinen ist ein schlechter Verfolger. Aber hier macht Gelegenheit einmal keine Diebe. Selbst der Gemeinste spürt den verfluchten Ort. Gut, so mag es schnell gehen und praktisch sein. Wie mitleidig sieht man manchmal auf Volksfesten oder im Freibad zu den vor dem Toilettenwagen anstehenden Frauen, während Männer einfach in den Container springen, als hätten sie nur einen Eilbrief einzuwerfen. Bloß glauben sie, da wäscht sich einer die Hände?
Aber nicht nur am Wasser wird gespart, auch Papier ist auf den Spielplätzen unbekannt. Jedes bisschen verkleckerter Kinderbrei wird mit Wisch und Weg entfernt, als sei es giftig, zu Satellitenstift andächtig in Saugfähig Kosmetiktücher gehaucht. Ja, selbst an jeder verwunschenen Tankstelle gibt es eine Krepprolle für den Ölstab. Nur auf dem Pissoir, so eine französische Umschreibung, eigentlich Pissotière, auf den Pissständen behelfen sich die Herren mit artistischer Fingerfertigkeit, um mehr oder weniger wirkungsvoll ihre Trikotagen zu schützen. Leider lässt sich nicht vermeiden, dass man in diesen geselligen Feuchtbiotopen im Laufe seines Lebens unfreiwillig die unterschiedlichsten Beobachtungen sammelt. Geräusche, Griffe, Gerüche. Oft duften die appetitlichen grünen Brausewürfel, vorschnell als Indikator zuverlässiger Dauerhygiene betrachtet, schon bis in den Windfang der Gastwirtschaften. Völlig falsch, sie schmecken fürchterlich. Auch das unvermeidliche Plätschern, das von den akustisch wie eine Konzertmuschel wirkenden Urinal zurückgeworfen wird, ist alles andere als eine euphonische Untermalung des kleinen Geschäftes. Da seichen zierliche Männer wie Bullen, da püschern untersetzte Rambos lautlos wie kleine Schoßhunde und alles muss ich miterleben, dieses Zieren, Zielen, Zappeln. Ganz zu schweigen von den übrigen Lauten, die manche Zeitgenossen auf diesem Unort gerne loswerden. Leitend Angestellte, die sich kurz fassen, ältere Männer mit Harnverhaltung, bewusste Vegetarier in Socken und Sandalen, junge Flegel, die Hand an sich legen. Es ist ein Elend. Über das Urinieren selbst möchte ich hier nicht weiter berichten. Es hat fast schon etwas mit Volkskultur zu tun. Vielleicht wäre das ein Thema für die Soziologen der Postmoderne, die anhand gesammelter Einzelfänomene eine Erklärung der Welt versuchen. Woher kommt es, dass wir uns bestimmte Bewegungen und Handgriffe angewöhnt haben und sie wie von selbst ausführen? In meiner Generation, die noch vorwiegend von ihren Müttern großgezogen wurde, wäre es interessant, ob die, in diesem Fall zwangsläufig, dilettantischen Erklärungen und gebärdenhaften Anleitungen im frühen Knabenalter sich erhalten und schließlich zu den typischen Umgangsformen im Mannesalter geführt haben. Denn wie erklärt es sich, dass für einen beiläufigen Vorgang so unterschiedliche Techniken nebeneinander angewendet werden? Steffi Graf würde staunen, wie viele Arten des Vorhand- und Hinterhandgreifens, wie viele Aufschlag- und Wasserabschlagpositionen es gibt, über die altbayerische Scherenstütze, das preußische Bajonett, den Mannheimer Schwenker. Es gibt grazile Finger, die das Instrument führen können, und derbe Pfoten, die ziehen wie an einem Kälberstrick. Nein, ich bin kein Voyeur. Ich möchte wegsehen wie der Kaplan, der die Jungfrau beim Baden erblickt. Aber wohin soll ich mich wenden, wenn vor mir an vier Becken vier Herren stehen, die sich an ihren Beinkleidern zu schaffen machen, mit den Unterarmen ungeschickt nach Jacke und Mantel aus der Gefahrenzone streifen, erstarren, bis ein leichtes Einknicken in den Knien, ein Schütteln und deutliches Zurückziehen des Beckens das Ritual des Verstauens einleiten, was dem Hintermann anzeigt, dass er zur Schüssel vorrücken darf. Ein kurzes Spülen gilt als anonyme Grußformel, sozusagen das Geringste, was man dem Nachfolger bieten kann. Besonders peinlich ist es mir, wenn ich jemanden auf dem Pissoir wiedererkenne. Ich will nicht wissen, wie es Graf Lambsdorff macht, Willy Milovic und Romy Haag, also die Geschichte schon etwas älter, ob unser schwuler Hausmeister mit seinen knackigen Lederjeans zurechtkommt oder was sich unser Vermieter alles herausnimmt. Müsste ich denn eigentlich begrüßen, zum Beispiel auf der Toilette in der Opernpause, mit Handschlag oder ohne, vorher oder hinterher? Er nestelt an seiner Schneiderhose, ich habe gerade eine freie Terrine erreicht, die leider völlig verschmutzt ist, zwar nicht von mir, aber das weiß er ja nicht. Er steuert auf mich zu. Peinlich. Gehört es jetzt, ihn vorzulassen? Oder soll ich sagen, Chef, das ist hier nichts für Sie? Was riet die Papritz wohl Herrn Adenauer? Als leutselige Formel, wenn die Situation da ist, gilt unter Männern, na, wat mut dat mut, Wassermarsch. So eröffnete kürzlich ein älterer Kollege den Dialog am Becken und machte Anstalten, über dem zuverlässigen Ostinato seines Harnstrahles einige grundsätzliche Ausführungen anzuschließen. Kollege, er ist ein passionierter Biertrinker, was mir jetzt vorkam, als trinke er deshalb solche Unmengen, um mit seinem gesunden Urinieren um Anerkennung zu buhlen. Waren Sie eigentlich schon einmal mit Kindern auf einer Herrentoilette? Was sind das für Waschbecken? Fragen die Buben. Dass du mir das nicht anfasst, sagt Vater und geht mit dem Jüngeren in eine Zelle, um ihn auf den Thron zu setzen.
Da sind aber so Würfel drin, fragt eine helle Kinderstimme von draußen. Das ist Bäh, ruft Vater streng, bleib da bloß weg. Und während er mit beiden Händen das eine Söhnchen auf der Brille balanciert, blickt er durch den Türspalt und ihn trifft fast der Schlag. Da steht Kurtchen, eine Hand im Mund, mit der anderen hält er sich an einem dieser Urinale fest, ganz vorne. Sagen Sie mir jetzt nicht, es gebe auch architektonisch ansprechende Lösungen, die den öffentlichen Vorgang der Entleerung wenigstens ästhetisch bewältigen. Ich kenne Autobahnklos in der DDR, eine Blechrinne, aus deren unterem Ende es an frequentierten Sommertagen schwallartig in die Schuhe der Benutzer schwappt. Ich kenne denkmalwürdige grüne Pagoden und Blechlauben im Schinkelstil. Ich kenne das vornehme unterirdische Häusel am Graben in Wien, wo man sich von einer viersprachig versierten Dame hinterher ein Handtuch reichen lässt. Dies ist etwa die Bandbreite der Kultur. Mir ist auch bekannt, dass in der Fachliteratur für das Standurinal plädiert wird, weil nur eine hygienische Rückwand aus Feuerton oder glasiertem Asbestzement als einwandfrei anzusehen ist. Umstritten ist dagegen die Installation von Schamwänden, früher Vorschriften katholischen Internaten, heute bei Mövenpick noch anzutreffen, da macht die Sauberhaltung Probleme. Doch vergessen wir ruhig einmal das Design. Weder imponieren mir Fotozellen, die mich mit munterm Rieseln begrüßen, noch die dienstbaren jungen Türkinnen, die auf Flughafentoiletten ungerührt die Wände scheuern, während Herren mit schwarzen Köfferchen höchster Not zum weißen Geschirr eilen. Es geht ums Prinzip. Ich bin nun mal fürs Private. Fortschrittliche Architekten haben uns vom Podestklo befreit. Kellerwohnungen gehören der Vergangenheit an. Die Größe von Kinderzimmern ist geregelt und der Abstand der Steckdosen neben den Ehebetten. Ins Freie führende Stalltüren müssen nach außen aufschlagen. Gärfutterbehälter dürfen niemanden belästigen. Ja, selbst die Bodenhaltung von Brathähnchen wird über kurz oder lang abgeschafft sein. Nur wir Männer gehen noch gemeinsam zum Pinkeln. Ich denke, man kann das Motto mit der Peinlichkeit und dem Ruf, der ruiniert sein könnte, auch in ein ganz anderes Milieu übertragen. Jetzt war von den Männern die Rede. Jetzt komme ich mal zu den Frauen. Das ist auch eine ziemlich alte Geschichte, die auch metaphorisch, aber glaube ich, hier verträglich ist. Ist in den 80er Jahren, da wurden wir in Berlin mal bei Cosmopolitan erschienen. Unter der Kolumne, wo das erscheint, die schönen Frauen, Weiberkram ist Männersache, zur Krönung der Figur. Wenn Frauen ihren Männern Wäsche kaufen, hat das etwas Banales. Falls sie die Wirkwaren im Laden überhaupt aus der Verpackung holen, ziehen sie nur einmal prüfend am Gummibund und sehen auf die Waschanleitung. Aha, kochfest. Auch mit der Größe ist einfach. Unterhose und Hemd haben dieselbe, falls Männer nicht von kurioser Statur ist. Der Kauf gehört zu den reinen Versorgungsgängen, wie Milch holen oder Geld abnehmen. Selbst eine dieser albernen Einteiler, die gab es damals in den 80er Jahren, womit jetzt Wäschefabrikanten etwas Raffinesse unter den Businessanzug bringen wollen, können Frauen hemmungslos erwerben. Anders ist es, wenn Männer Damenwäsche kaufen. Es fängt schon mal die Größen an. Jeder Hersteller folgt seinen eigenen Obsessionen. Französisches fällt gerne kleiner aus. Falls es nicht elastisch ist, nimmt man die Konfektionsgröße als Anhaltspunkt. Oh, die Gattin hat starke Hüften. Naja. Haben Sie schon einmal versucht, in New York einen BH für Ihre Frau zu kaufen? Eher finden Sie auf dem Flohmarkt eine passende Zahnspange für Ihren Sohn, als dass Ihnen jemand sagen kann, wie 75B in US-Trikotagen konvertiert wird. Hinzu kommt, dass so eine zarte Anschaffung bei den meisten Herren etwas Beklommenheit auslöst. Die Verkäuferin wird unversehens zur Kupplerin, zur Vertrauten, die berät, welchen Schleier die Liebste als letztes ablegen wird. Da muss man eben durch. Typisch der harmlose Herr um die 50, dunkelblauer Übergangsmantel korrekt zugeknöpft, Pepita-Hütchen, Aktentasche. Er ist nun schon viermal bei Dessous Giselle vorbeigelaufen, endlich 6:45, seinen Text kennt er auswendig, huscht er durch die negligee verhangene Tür. Wenn ihn nur kein Kollege sieht oder die Nachbarin. Er weiß, er tut Verbotenes. Mit Heroin-Dealen kann nicht schlimmer sein. Der Kauf wird rasch abgewickelt, die Tüte mit dem Unaussprechlichen verschwindet in der Aktentasche und schon ist er aus der Tür. Erleichterung.
Im Bus sitzt er da mit roten Backen, greift manchmal heimlich in seine Tasche, bis in die Vorfreude schmunzeln lässt. Wenn wir wüssten, zwischen Steuererklärung, Brotbeutel und ADAC-Zeitschrift stecken ein paar schwarze Strapse. Ob er das noch alles miterlebt hat, damals, als wir die konkreten Mechanismen der Unterdrückung im Spätkapitalismus abgelegt haben? Da war Biggie. Nach einem halben Jahr hat es endlich geschafft, sie nach einer Plenumssitzung mit nach Hause zu schleppen. Aber was enthüllte die revolutionäre Eroberung unter ihrer Guerillakluft? Ein T-Shirt und einen Baumwollslip aus dem Kaufhof. Das konnte ich auch bieten. Ihre stinkreiche Mutter war mir in dieser Hinsicht nicht unsympathisch. Brigitte, Kind, pflegte sie in bestem Hannoveranisch zu zetern, lauf doch nicht bitte immer ohne Büstenhalter herum. Nun, mit Biggi wurde das nichts. Was taugt doch die schönste Weltrevolution, wenn man dabei das scheuernde Knistern von Damenstrümpfen überhört? Mittlerweile schlägt das Pendel leider in die andere Richtung. In jedem Kaufhaus wird Reizwäsche verramscht. Tankstellen und Kaffeefilialen bieten achtlos Seitentangas feil, als handele es sich um Papiertaschentücher. Ich warne Sie, auch von Sexshops muss ich abraten. Das ist Fastfood, das passt vielleicht den gleich daneben ausgestellten Aufblaspuppen, bloß keiner Frau. Im Prinzip gibt es drei Kategorien von Wäscheläden. Das sind die klassischen Geschäfte, sie heißen Corsetière und Galamieder oder Wäschefanny. Es sind unauffällige Stübchen, durchweg in altweisem Neobarock möbliert. Die Inhaberin ist klein und korpulent, hat schütteres graues Haar und ist vollkommen unverdächtig, dass ihr ein Stück aus ihrem Angebot passen könnte. Über ihrer mächtigen Büste, die unmittelbar auf ihrer festen Taille thront, baumelt eine Lesebrille, mit deren Hilfe die niedlichen handgeschriebenen Preisschildchen entziffert werden. Die Dame spricht leise, ein unmerklich feuchtes Gaumengeräusch, ähnlich dem angenehmen Murmeln, wenn man heißen Kaffee eingießt, begleitet die Erläuterung. Ihre Waren verwahrt sie in Schubladen, völlig unsystematisch. Das verstärkt den privaten Charakter des Aussuchens. Man spürt, hier wird einem etwas vorgeführt, was man nicht auf der Straße zu sehen bekommt. Vorzugsweise führt sie Moden für reifere Damen, Übergrößen, rosa Gerüschtes und orthopädisch Empfohlenes. Es ist obligatorisch, dem Ritual des Suchens, Sortierens, des Zurückstopfens falsch ausgezeichneter Größen und verloren gegangener Strumpfhalter beizuwohnen. Dumm, wenn man nicht genau sagen kann, was man haben will. Nun wird die Dame ungeduldig, junge Männer bedient sie nicht so gerne. Selten, dass ein anderer Kunde durch die mit Perlenplissé bespannte Glastür tritt. Kreditkarten sind hier unbekannt. Dann kennt man die Boutiquen. Sie werden von geschiedenen Frauen geführt, die sich schnell ein paar Mark verdienen und gerne in der Fußgängerzone neben den Italienern einen Laden haben wollen. Sie sind völlig desinteressiert, sie haben von ihren schönen Sachen überhaupt keine Ahnung. Ebenso könnten sie Semmel oder Schuhe verkaufen. Im Sommer lehnen sie in der Sonne vor ihrem Geschäft, das hautnah, lingerie oder femme fatale heißen kann. Bei schlechtem Wetter sitzen sie mit einer Freundin hinter dem Tresen und trinken Espresso. Sollten sie sich erdreisten, etwa fragen, ob das schwarze Spitzenbustier auch in Rot erhältlich ist, wird man ihnen zurufen, dass es alles nur so gibt, wie es da hängt, es sei aber sehr schön. Entscheiden sie sich, in einem halben Jahr hat die Nylon-Boutique dicht gemacht, dann verkauft man ja echte italienische Nudelmaschinen. Blieben noch die Fachgeschäfte, die den Namen wirklich verdienen. Hier verkaufen Damen aus Passion, oh, ich liebe sie, diese Vestalinnen des Boudoirs, die kenntnisreich die Requisiten der Verführung empfehlen. Sie drapieren erotische Bilder auf der Glasplatte ihres Ladentisches. Niemand kann wie sie so anmutig einen Büstenhalter bauschen. Sie raffen ein steifes Leibchen in der Taille und spreizen den Fächer der Strumpfhalter so geschickt, dass man die Hüfte der Liebsten darunter schwellen sieht. Sie tauchen ihre rot lackierten Fingernägel in schwarze Seidenslips und spannen sie über dem Gerüst ihre schlanken Finger, ja, ermutigen den unsicheren Kunden mit spielerischem Einsatz ihrer eigenen Anatomie. Sehen Sie, mir würde die Corsage auch passen. Mit ihnen kann man fachsimpel wie mit seinem BMW-Händler. Schnitt, Funktion, Design, keine Frage, bleibt offen. Erinnern Sie sich noch an den Le Jabi, den mit dem Schmetterling auf dem Vorderverschluss? Teufel, was war das für ein BH? Mittlerweile kenne ich sie alle, die guten Läden in Wien, London, Paris oder Los Angeles. Nun Frankfurt kürzlich, da wurde mir mein Expertentum falsch ausgelegt. Als ich unschlüssig ein grafitgraues und granatrotes Korsettchen gegeneinander legte, schlug die Verkäuferin treuherzig vor. Wissen Sie was?
probier sie doch alle zwei an. Die Umkleide sind klar schnell.